Aber jetzt. So, jetzt ist für die Grundschüler wirklich Freitag. Es ist letzte Stunde und auf dem Stundenplan kommt jetzt folgendes Fach. So, wir packen jetzt mal den Turnbeutel ein. Kids und Vips, mitkommen. Am Start. So, liebe Vips, bitte einmal hier links einfädeln und den Weg am Desinfektionsspender nehmen. Die Kids bitte auf der rechten Seite. Bitte desinfiziert euch die Hände, denn die Prüfung, die wir jetzt für euch vorbereitet haben, die hat's in sich. Ihr werdet tatsächlich jetzt, Triggerwarnung für Menschen zu Hause, Händchen halten. Ja, es wird passieren. Wir werden hier Menschen im Studio live haben, die sich an den Händen festhalten. Es geht um 4 Punkte. Wir wollen den Ernst der Lage bitte wieder zurückkehren lassen. Die Außen tun bitte die Hände in die Hosentasche und ihr müsst jetzt einen Hula-Hoop-Reifen von dieser Position, wo Atze steht, über alle Körper drüber hier über die Hütchen fallen lassen. Wer es schneller, erst dann könnt ihr einen vorrücken und wer es als schnellster hier vorne hingeschafft hat, der gewinnt. 4 Punkte. Mal schauen, wer hier das bessere Team ist. Vips oder Kids, hinein in die Turnhalle. Hula-Hoop-Reifen-Challenge in 3, 2, 1 und los geht's! Und da sehen wir Atze und Alvaro. Und ja, das ist doch mal Yoga, Atze. Mega! Und rüber! Hast es fast, leider. Jawohl! Okay. Und die Hand in die Tasche. Und Startschwierigkeiten bei den Kids. Aber jetzt läuft's. Hanan und genau, wirft den Hula. Jawohl! Und ihr dürft dann vor. Der muss noch raus, genau. Okay. Wir müssen nicht vergessen, wo rauszukommen. Okay. Okay, so hoch. Atze, Hand in die Hosentasche. Okay, und jetzt hier erst raus, oder? Ja, hier raus. Dann hier raus und dann hier rein. Na ja, bei den Kids, warte, ja, mit dem Schleudern, das funktioniert okay, gut. Warte, schleudert den Hula-Hoop-Reifen rüber. So, Atze, und jetzt ohne die Hand außen, ne? Mit Cowboy-Stiefeln, Turnunterricht. Ist aber auch eine Challenge. Alvaro versucht zu. Ja, komm, los, los. Wir schaffen das. So. Und die Kids sind am letzten Reifen und das geht so schnell und das ist. Yeah! Das war nicht zu toppen. Liebe Kids, das war sensationell. Atze, du hast, glaube ich, bei jedem Hula-Hoop-Reifen beschissen. Und trotzdem waren die Kids schneller. Riesenrespekt! Jetzt, bevor ihr zu sehr feiert, bitte alle nochmal an die Desinfektionsstation und die Hände nochmal desinfizieren. Zurück an die Pulte. Punktestand. 7:3. Und damit verabschieden wir auch schon unsere Grundschule. Ihr habt es mega gut gemacht. 7:3, Hanna, bist du happy mit deiner Leistung? Ja. Ja? Lieben Dank an die Grundschule und ihr habt Feierabend.